Hallo zusammen, habt ihr Lust auf eine Applikation? Das ist der Feuerfisch. Solltet ihr denken, der sieht jetzt aber schwierig aus, er ist wirklich super einfach. Und wenn ihr mögt, dann arbeiten wir diesen Feuerfisch in diesem Video gemeinsam. Bleibt einfach dran und macht mit. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke, schön, dass ihr dabei seid. Wenn wir einen Fisch applizieren möchten, brauchen wir zunächst einmal einen Fisch. Ich habe hier ein bisschen rumgezeichnet. Die Zeichnung muss nicht besonders gut sein, sie muss sich nur als Vorlage umarbeiten lassen können. Wenn wir das gemacht haben, kopieren wir einmal nur unseren Fisch, damit wir ihn in die einzelnen Schnittteile zerlegen können, die wir nachher für unsere Applikation brauchen. Was uns nun noch fehlt, sind unsere Quiltvorlagen. Dazu nehmen wir wieder unseren Fisch und zeichnen einmal die oberen Linien ein, die wir nachher quilten möchten. Wir nehmen noch einmal unseren Fisch und zeichnen die unteren Linien ein, die wir später quilten möchten. Wenn ihr mit dem gleichen Fisch arbeiten wollt, dann gehen wir jetzt noch mal ein paar Schritte zurück. Ich halte jetzt noch einmal jede einzelne Vorlage in die Kamera, sodass ihr davon Screenshots machen könnt, die ihr ausdrucken könnt. Ihr könnt das Ganze, wenn ihr das schon fertig vorbereitet haben möchtet, auch im Etsy-Shop runterladen. Das habe ich euch unter dem Video verlinkt. Einmal der Fisch, die einzelnen Schnittmuster. Im Etsy-Shop findet ihr dann auch noch mal einen zweiten, kleineren Fisch. Das seht ihr dann. Die erste Quilt-Schablone für die oberen Flossen. Und die zweite Quilt-Schablone für die seitlichen und unteren Flossen. Als nächstes nehmen wir unser zerlegtes Schnittmuster und schneiden jedes einzelne Schnittmusterelement einmal aus. Ich habe mir das einmal vorbereitet und habe mir das Ganze schon auf Schmirgelpapier aufgesetzt, damit ich die Schablone öfter gebrauchen kann. Jedes einzelne Teil ist als Schablone vorbereitet. Diese einzelnen Vorlagen möchten wir nun in Stoff applizieren. Dazu brauchen wir zunächst einmal unseren Stoff. Cool. In einem vorherigen Video haben wir diese Bälle gequiltet. Ich möchte sie gerne als Wasserbubble nutzen und später meinen Fisch in diese Bubble setzen. Das heißt, die Stofffarben, die ich auswähle, in denen ich meinen Fisch applizieren möchte, müssen schon mal zu meiner Grundfarbe passen. Meine Applikationsstoffe habe ich schon auf Flisofix aufgebügelt und zwar immer so, dass sie farblich gut zueinander passen und auch so, dass sie zu meinem Unterton passen. Wie ich das gemacht habe, dazu verlinke ich euch hier ein Video. Wenn wir das haben, suchen wir uns eine Farbkarte aus, mit der wir gerne weiterarbeiten möchten. Das wird meine Farbkarte. Wir nehmen erneut unseren Fisch dazu und legen nun fest, aus welchem hier auf das Flisofix aufgebügelten Stoff möchten wir denn nun welches Element aufbügeln. Wenn die Schnittmusterelemente einmal verteilt sind, zeichnen wir sie einmal nach. Ihr könnt mit jedem Stift arbeiten, mit dem ihr gerne arbeiten möchtet. Ich verwende Friction. Ich finde das immer ganz angenehm, wenn ich das nachher überbügel, verschwindet das wieder. Und wir fahren einmal einfach unsere Form ab. Das ist, wenn man das schon mit Schmirgelpapier verstärkt hat, sehr einfach. Da verrutscht nichts und wir haben eine Kante, an die wir unseren Stift anlegen können. Wenn wir unsere einzelnen Elemente einmal aufgemalt haben, schneiden wir sie aus. Dabei ist egal, dass wir die Kante noch sehen können. Sie verschwindet später einmal, hier weil ich sie mit dem Friction-Stift aufgemalt habe, der bei Hitze verschwindet. Andere Stifte verschwinden durch die Zeit oder weil sie abkühlen, wie auch immer. Und selbst wenn die Stifte nicht so schnell verschwinden, wir nähen um jedes einzelne Element in einem Zickzackstich, sodass auch schon durch die Verarbeitung die Außenlinien nicht mehr erkennbar sind.
Und wir schauen einmal, ob wir nun wirklich unseren ganzen Fisch zusammengesetzt haben. Und ob uns das Ergebnis gefällt. So, das Ganze wird schon langsam Fisch. Nun brauchen wir auf unserem Untergrund den richtigen Platz. Wo möchten wir unseren Fisch denn nun unterbringen? Das heißt, wir nehmen das Ganze einmal zur Seite, schauen uns unsere Vorlage an. Und ich hatte mir für meinen Fisch diesen Bereich ausgesucht. Ich lege meinen Fisch einmal aus, wie ich ihn denn dann hier gleich gerne unterbringen möchte. Ihr sucht euch bei eurer Vorlage einen Platz aus, an der ihr glaubt, da würde euer Fisch jetzt richtig Sinn machen, da würde er euch besonders gut gefallen. Meine Augen verschwinden im Moment noch so ein bisschen. Das ist nicht schlimm, da wir sie ja auch noch umquilten und ich möchte da keine sehr dominante Farbe haben. Ich möchte, dass durch das Quilten das Auge später zur Geltung kommt. Also beachtet, was möchtet ihr später wirklich betonen? Die Stoffe, eure Quiltarbeit oder sollen sich die Fische sehr in den Hintergrund integrieren? Wo soll später eure Betonung liegen? Ihr müsst euren Fisch auch nicht aufwendig quilten. Ihr könnt auch sagen, so finde ich den gut, da bleibe ich jetzt von, das funktioniert für mich. Sucht aus, was für euch da wirklich Sinn macht. So, ich schaue mir es jetzt mal an. Ich finde, ich habe den ziemlich in die äußere Ecke gedrängt. Das finde ich nicht ganz so attraktiv. Also lege ich noch einmal eine andere Position fest. Ich glaube, das ist meine Fischposition. Wenn ihr eure Fischposition gefunden habt, dann können wir hingehen und können die Grundlagen für unsere Applikation schon einmal aufbügeln. Wenn ihr euren Fisch aufbügelt, achtet darauf, dass ihr die einzelnen Flossen nicht stumpf ansetzt, dann habt ihr immer so ein bisschen Hintergrund mit dabei und das Ganze sieht dann aus, als würde die Flosse frei schweben und nicht zum Fisch gehören. Setzt die Flosse ein bisschen unter den Fisch an. Damit wir genau wissen, wo wir das Ganze positionieren müssen, müssen wir einmal unseren Körper fixieren. Das heißt, hier nehmen wir einmal das Papier von der Rückseite ab. Manchmal löst sich das wie von allein, wie das hier bei dem Auge schon passiert ist. Andere Male hängt das richtig fest, sodass wir es kaum lösen können. Wenn das richtig festhängt, nehmen wir eine Nadel und ratschen mit der Nadel einmal über unser Papier. Und dann lässt sich das ganz wunderbar entfernen. Das Ganze drehe ich um und schaue wieder, wie war meine Position. Und an meinem Fisch möchte ich jetzt nur die Mitte fixieren. Ich möchte noch nicht ganz aufbügeln, weil dann kann ich ja meine Seitenflossen nicht mehr darunter schieben, sondern tatsächlich nur noch anlegen. Und wenn ich da nicht ganz hundertprozentig beim Schneiden gearbeitet habe, ist das Bild nicht schön. Also gehen wir jetzt erst einmal hin und fixieren unseren Fisch. Wir nehmen ein heißes Bügeleisen und setzen das nur einmal schräg auf die Mitte. Das reicht völlig. So, und unser Fisch ist jetzt schon so ein bisschen fest aufgesetzt. Dieser Strich, den wir hier jetzt eingekerbt haben, den können wir nachher wieder, der verschwindet nachher wieder. Diese Flosse möchten wir hier ansetzen. Wir ziehen also wieder unser Papier ab. Hier löst sich das von alleine. Und ich setze das ein bisschen, wo möchte ich sie hinhaben? Wo gefällt sie mir? Ich glaube, hier ist ein guter Platz. Probiert das aus. Ihr könnt sie weiter nach hinten schieben, ein bisschen weiter vor. Wir setzen das an und wir bügeln das einmal ein. Mit allen Flossen verfahren wir ganz genau gleich. So, das ist schon nicht schlecht. Alle übrigen Dinge werden nun bis auf das kleine Auge aufgesetzt. Das kleine Auge verschwindet auch noch. Ich muss jetzt also einmal meine Augenposition anpassen. Das ist ziemlich klein. Das finde ich gut. Bevor mir das abhaut, einmal fixieren. Unsere Seitenflosse, die auch so ein bisschen vom Mund aus startet, sollte hier sein. Wir ziehen wieder das Papier ab und wir setzen unsere Seitenflosse auf und wir bügeln. Jetzt bügeln wir das Ganze richtig fest. Und nun nehmen wir unseren fertigen Fisch und unsere Schablonen für unsere Flossen mit zur Nähmaschine. Wir sehen uns an der Nähmaschine wieder. Bis gleich! Bevor wir nun aber quilten, möchten wir einmal unsere Quiltschablonen vorbereiten.
Wir haben zwei Schablonen, eine Schablone für die unteren Flossen und eine Schablone für die oberen Flossen. Diese Schablonen nähen wir nun einmal ab. Dazu stellen wir unsere Maschine so ein. Wir haben keinen Unterfaden, wir haben keinen Oberfaden und wir haben eine 100er Nadel. Und ohne Faden nähen wir nun einmal alle einzelnen Flossenlinien nach. Also die Flossenlinien, die wir quilten möchten. Ich habe dazu ein Echofüßchen an die Maschine gesetzt. Diese Hilfslinien möchte ich gleich nutzen. Das Füßchen senken wir ab und nun kann ich diesen Strich hier, diesen zu mir gerichteten Strich nutzen, um meine Linie einfach immer lang zu führen. Und meine Nadel sticht dann genau auf meiner Linie ein. Das ist wunderbar. Die Nadel bleibt nicht im Papier, die Nadel bleibt hoch und wir perforieren einmal jede einzelne Linie. Wenn ihr die Linie nicht genau trefft, ist das gar kein Problem. Diese Flossen möchten wir nun übertragen. Das können wir einmal wieder mit unserem Friction-Stift machen. Ich habe die Schablone schon einmal gebraucht, das heißt, die Perforierung, die ist hier schon durchgetrennt. Das kann passieren, das muss nicht, das ist in Ordnung, ob es passiert oder nicht. Wir legen unseren Fisch genau an und wenn wir das angelegt haben, zeichnen wir einfach unsere Linien nach. Im nächsten Schritt möchten wir einmal unseren Fisch umnähen, komplett. Alle Flossen, den ganzen Fisch, die innere Flosse, die Augen und auch schon das Auge einsetzen. Dazu wählen wir eine Farbe. Wir spannen den Oberfaden ein, wir bereiten die Spule vor, setzen die Spule ein und setzen hier wieder unsere 70er bis 80er Nadel ein. Schaut, welche Nadel ihr für euer Top am liebsten verwenden möchtet. Wenn das eingestellt ist, geht es hier sofort weiter. Mit unserer fertig eingefädelten Nähmaschine legen wir los. Zunächst einmal holen wir unseren Unterfaden nach oben und vernähen das Ganze dreimal. Unsere Nadel lassen wir dieses Mal nicht im Stoff stecken. Wir möchten auf Zickzack umstellen, dafür bleibt die Nadel oben. Wir drehen das Ganze einmal so, dass es gut für uns passt. Wenn das ein bisschen hin und her geht, ist auch okay. Und wir stellen einen schmalen Zickzackstich ein. Mit diesem Zickzackstich nähen wir bis zu unserem Auge. Einmal versenken wir die Nadel, damit wir das Ganze drehen können. Heben die Nadel wieder hoch und wir fahren weiter mit dem Zickzackstrich genau über unsere Konturen. Bei den Augen möchte ich diesen Zickzackstich sehr klein und sehr dicht einsetzen. So, unser Auge haben wir nun einmal gequiltet. Alle Enden sind gut versäubert. Was dem Auge nun noch fehlt, ist die Pupille. Die möchten wir hier ziemlich zentral in die Mitte setzen. Ihr könnt sie auch ein bisschen weiter nach vorne wandern lassen. Ihr könnt da einfach schauen, wie möchtet ihr jetzt, dass euer Fisch guckt. Ich hole einmal den Faden hoch, setze das auf. Nun brauche ich den Faden gar nicht extra vernähen. Ich möchte sowieso Zickzack nähen. Und da gehe ich jetzt einfach mit einem Zickzackstich hin und her. Das Füßchen ist abgesenkt. Meine Pupille habe ich in die Mitte gesetzt. Die kann man jetzt in diesem Ausschnitt ganz wunderbar und ganz genau erkennen. Fertig.
Den Punkt, den setzen wir separat, weil es einfach schöner aussieht. Den weiteren Rand, den können wir mit einem so kleinen schmalen Zickzackstich weiterverfolgen. Wir können ihn aber auch ein bisschen größer setzen. Da hier nachher unsere Flossen abgehen, sieht das hier ein bisschen besser aus, wenn der Rand größer ist, damit wir schon einen Übergang zu diesen einzelnen Flossen gesetzt haben. Probiert aus, was euch gefällt. Holt den Unterfaden wieder hoch. So, dieses Mal nähen wir wieder ein paar Mal mit einem Geradstich auf der Stelle. Wechseln zum Zickzack und nähen nun mit einem Zickzackstich bis zur Flosse. An der Flosse möchten wir einmal gerade weiter nähen. Dann haben wir den Übergang zwischen Flosse und Körper schon fixiert und wir nähen einmal um die Flosse herum, damit auch die richtig stabil bleibt. Und wir haben das dann von der Optik her wieder gleich. Und wir haben wie bei dem Geradstich unseren Transporter versenkt und die Stichlänge auf 0 gestellt. Jetzt stellen wir das Ganze wieder auf Geradstich um. Und versenken einmal unsere Nadel. Wir möchten nun gerade Linien durch die Flosse nähen, damit die Flosse ein bisschen Struktur bekommt. Wir nähen einmal, wir folgen dem Bogen der Flosse bis zur Spitze. Und nähen auf gleichem Weg wieder zurück. Wandern ein bisschen weiter und wiederholen das. Von hier wandern wir weiter und wir wiederholen das Gleiche bei der Schwanzflosse und bei der unteren Seitenflosse. Hier habe ich meinen Stoff nicht richtig gefasst. Das ist gar kein Problem. Wir gehen einfach noch einmal über die Stelle, dann wird die ein bisschen breiter. Das sieht an der Stelle auch gut aus. Wir brauchen uns also gar nicht sorgen. Wandern wieder zurück. Fassen die Stelle, bleiben jetzt im Stoff, damit wir das Ganze drehen können. Und wandern von hier aus wieder zurück. Wir nehmen jetzt die Nadel wieder hoch. Und jetzt sind wir wieder genau auf unserem Weg. Bei unserer Schwanzflosse möchten wir auch genau diese Linie zwischen Körper und Flosse ebenfalls wieder mit einem Zickzackstich nähen. Wir stellen wieder den Geradstich ein, versenken unsere Nadel und nähen nun unsere Flosse ein paar Mal mit diesen gerade genähten Adern lang. Wir drehen und wir nähen weiter und wiederholen das bei der unteren Flosse. Als nächstes kommen wir hier zu unserer leicht andersfarbigen Flosse. Die hebt sich noch nicht so sehr gut ab, die sehen wir aber gleich ganz wunderbar. Wir fahren also bis zu unserem
Nein, wir fahren einfach einmal bis zur Spitze und fahren dann wieder zurück. Das ist, glaube ich, der beste Weg. Wir heben die Nadel, wir stellen Zickzack ein. Probiert aus, was für euch da am besten funktioniert. Ob ihr erst die gerade Linie oder erst die Flosse quilten wollt, wir arbeiten mit dem Zickzackstich weiter. Mal gucken, wo geht's hin? In die Richtung. Jetzt kommt eine Besonderheit. Wir fahren nicht bis zu der Ecke hoch, sondern wir quilten ein Stück weiter hinaus. Wir quilten diesen Bogen weiter, bis wir in etwa hier auskommen. Fahren wieder zurück. Drehen das Ganze und nähen nun weiter an unserer Flosse entlang. So schaut das Ganze bis jetzt aus. Ihr könnt sagen, den Fisch finde ich so gut, finde ich super, hier höre ich auf, ich bin fertig, gar kein Problem. Wir können aber auch noch diesen Fisch als Feuerfisch zu Ende nähen. Dann nähen wir noch unsere zusätzlichen Flossen an. So schaut unser Fisch jetzt aus. Yay, das ist schon gar nicht so schlecht. Wir drehen das Ganze und wir haben hier eben unsere Flossen eingezeichnet. Die quilten wir jetzt wieder mit Zickzack nach. Wir stellen Zickzack ein und mit unserem breiteren Stick Zickzackstich folgen wir nun einmal der ersten schmalen Zickzacklinie und folgen der Außenlinie unseres Auges. Jetzt kommen wir an unseren ersten Ausläufer und den nähen wir in Zickzack lang. Einmal, wir wandern weiter. Und wir nähen den zweiten Ausläufer. Wir nähen weiter. Und wir nähen jetzt einen Ausläufer nach dem anderen. Wir können unseren Zickzackstich gerade ansetzen, wie gerade. Wir können ihn auch schräg ansetzen. Wir wandern weiter. Und wir wandern schräg hoch. Und so schaut das Ganze bis jetzt aus. Was uns nun noch fehlt, sind die übrigen Zacken am Körper. Dazu hatten wir uns wieder eine Vorlage gearbeitet. Und diese Vorlage können wir wie gerade mit einem Friction-Stift aufzeichnen. Wir können sie aber auch, da wir einen dunklen Stoff haben, können wir sie gut mit
Schneiderkreide aufzeichnen. Das heißt mit Schneiderkreide in Puderform. Wir richten unseren Fisch wieder ganz genau aus. So, wenn wir das einmal fixiert haben und wir glauben, das stimmt, nehmen wir uns Puder. Und patchen so ein bisschen auf unseren perforierten Linien entlang. Und diese Linien, die quilten wir nur noch einmal lang. Wir fangen wieder an der Nasenspitze an, wandern zum ersten Ausläufer und quilten den wieder, so wie wir gerade die oberen Linien gequiltet haben, nach. Zickzackstich und los geht's. Bis zum ersten Ausläufer. Und den möchten wir nun auch wieder schmaler nacharbeiten. Ich bin noch gar nicht da. Jetzt bin ich da. Wir wandern weiter und quilten den zweiten Ausläufer. So, nun habe ich einen Fehler gemacht. Diese Ausläufer hätte ich an unsere Flosse ansetzen müssen. Das heißt, das hole ich jetzt nach. Ich laufe über die innere Flosse zurück bis zum nächsten Ausläufer. Ihr könnt immer einfach über euer schon genähtes Zickzack nähen, so wie beim Quilten mit Geradstich auch. Ihr habt euren Transporteur versenkt, ihr könnt also mit dem Stoff wandern, wie immer ihr das gerne möchtet. Ausschlaggebend ist hier, wie breit möchtet ihr euren Zickzackstich haben. Möchtet ihr den Stich breit einsetzen, habt ihr eine Bewegung, die vorwärts und rückwärts läuft. Möchtet ihr den Strich lieber schmal haben, habt ihr eine Bewegung, die seitwärts verläuft. Das ist das einzige Prinzip und wir nähen weiter. Bis hierhin möchte ich breit quilten und nun möchte ich meinen Zickzackstich schmal einsetzen. Ich gehe jetzt also über die Seiten. Breit quilten wir wieder über unseren Rand der Flosse und schmal geht's wieder bei dem Ausläufer weiter. Unser erster Feuerfisch ist fertig. Juhu! Ich hoffe, ihr mögt den Feuerfisch und ihr quiltet ihn einmal nach. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrung beim Quilten des Feuerfisches in den Kommentaren mit mir teilt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Lob in Form eines Daumens nach oben riesig freuen. Und nun bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.